Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir sitzen ja schon wieder fett am Frühstücken. Wir kriegen jetzt gleich ein Omelette und Toast. Und ja, wir haben immer noch Stromausfall. Wer hätte es gedacht? Das Wetter ist zwar mittlerweile besser geworden, aber kein Internet, kein Strom. Ich kann keine Videos schneiden, weil mein Akku vom Laptop leer ist. Ich kann nichts hochladen, weil kein Strom für den Router am Start ist. Und ja, deswegen gehe ich nachher mit dem Jan in ein anderes Restaurant, in ein französisches Restaurant. Die haben anscheinend gutes Internet und hoffentlich auch Strom. Ja, und dann muss ich da meine Videos fertig schneiden, weil ich habe nämlich keinen Bock, wieder übertrieben hinterher zu sein, weil eigentlich bin ich tagesaktuell gerade und das war ganz schön. Aber jetzt lassen Sie uns mal unser Frühstückchen hier schmecken. Gern. Richtig. Wir sitzen schon wieder auf unseren Fahrrädern und fahren in das Restaurant und gucken mal, ob die Strom haben. Wäre auf jeden Fall nice, dann könnte ich nämlich mal ein Video schneiden. Wir sitzen jetzt hier gerade in diesem französischen Restaurant und der Besitzer von dem Restaurant hat eine mega geile Kamera, die Red. Und ja, das ist meine jetzt Raumkamera, die will ich irgendwann mal haben, aber die kostet glaube ich irgendwie so 40.000 Euro. Aber mega geil, das Ding mal live zu sehen, filmt in 4K und alles. Mega geil. Und ich habe jetzt hier auch noch gerade 2 Stunden Video geschnitten und über mein Handy mal wieder ein Video hochgeladen. Schon wieder ein Gigabyte Datenvolumen weg. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurück zum Hotel, weil der Franzose, der Owner von der Bar, der kam nochmal zurück zu unserem Tisch und hat mich einfach so eingeladen, mit ihm und seinem Sohn heute Abend filmen zu gehen. Und sie haben auch noch ein paar ganz, ganz, ganz coole andere Sachen zum Filmen, wie nur diese Megakamera. Und ich darf den Footage auch in meinem Vlog benutzen. Und ja, ihr könnt euch auf ein schönes Video freuen, Jungs. Es wird gut, richtig gut. Ich habe meine Sachen gepackt und bin jetzt auch schon wieder auf dem Weg zurück. Ich muss leider ihn abficken wegen dem Sonnenuntergang, weil ich werde mir den Sonnenuntergang mit den anderen Leuten angucken. Aber wir sehen uns nachher wieder. Bis nachher. Ja, wir fahren jetzt in dem Truck. Mega nice und wir gehen jetzt auf einen Berg, um ein bisschen zu filmen. Und jetzt sind wir auch schon unterwegs. Ich sitze hier mit dem ganzen Kamera-Equipment. Schaut mal, wie viel das ist. Einfach total krass. Und ja, wir fahren jetzt auf einen Berg und von dort, da gibt es eine kleine Monastery. Da wollen wir so Mönche besuchen und das könnte, glaube ich, echt wirklich richtig gut werden. Und wir werden uns dort dann auch natürlich den Sonnenuntergang anschauen. Und hier drin ist was ganz Feines. Ich freue mich so sehr. Ich bin so happy gerade. Glaub mir, so ein geiler Tag. Wir sind an der Brücke angekommen, wo ich heute eigentlich hin wollte mit dem Jan. Und schaut mal, was wir hier haben. Eine Drohne. Mega geil. Jetzt gerade noch mal die Brücke angeschaut und noch ein paar coole Bilder gemacht. Und jetzt fahren wir da hoch auf den Berg. Da oben gibt es ein Kloster von Mönchen. Wir fahren richtig steil die Straße hoch und jetzt die ganze Zeit den Berg hoch in das Kloster. Und ganz da hinten ist der Inle Lake. Man hat hier die komplette Sicht über den Inle Lake. Und ich glaube, also er meint, hier hat man den besten Sonnenuntergang, den man in ganz am ganzen Inle Lake haben kann. Und ich bin echt richtig gespannt auf den Sonnenuntergang und auch richtig gespannt auf das Kloster. Und ja, wir zuckern hier noch ein bisschen hoch, weil es geht nämlich noch einiges nach oben. Wir sind im Kloster angekommen und hier geht es jetzt auch rein. Richtig cool. Wir zeigen jetzt einem Mönch ein Drohnenvideo, was die hier gestern aufgenommen haben, an dem Kloster hier. Und ich bin mal gespannt, wie er jetzt reagiert auf das Video. Mega cool. Der Mönch fand die Drohnenvideos mega cool und wir laufen jetzt gerade weiter hinter so 2 Mönchen hinterher. Wir laufen jetzt ganz nach da oben zu der Pagode, die es hier hat. Und von dort hat man anscheinend einen richtig, richtig schönen Ausblick über den See. Und lassen da vielleicht mal die Drohne steigen
Und ja, und von dort aus schauen wir uns dann auch den Sonnenuntergang an. Wir sind an der Pagode angekommen und schaut euch mal die Pagode an. Hier oben sind so Glocken dran, die machen so ein ganz schönes Geräusch. Und habe auch gerade hier schon ein paar Bilder gemacht. Und schaut mal hier rüber. Eine Sekunde, ich muss kurz rüberlaufen. Sieht so schön aus. Man hat hier die komplette Sicht auf den Inle Lake. Bam. Das da unten alles, alles da unten ist der riesengroße Inle Lake. Und ja, ist natürlich echt timelapse-würdig, die Aussicht hier oben. Das war's von dieser übelst geilen Pagode und von dem mega geilen Sonnenuntergang. Es hat mega Bock gemacht, mit den zwei heute zu filmen. Und jetzt fahren wir auch wieder zurück in die Stadt. Und dann schreibe ich dem Jan mal, wo der sich gerade rumtreibt. Und dann gehe ich höchstwahrscheinlich direkt mal mit dem was Abendessen. Ich habe mich mit Andi und Jan wieder getroffen. Und wir sind essen. Und ich bestelle mir gebratene Nudeln. Und das ist ein chinesisches Restaurant. Und die gebratenen Nudeln sind richtig lecker. Wir sind schon wieder zurück im Hostel, haben uns gerade noch ein Bier geholt und wir hatten auch schon wieder die ganze Zeit Stromausfall gehabt, aber jetzt geht der Strom wieder, zum Glück, und jetzt, deswegen bin ich jetzt auch gerade hier am Video exportieren, weil das zieht immer übel viel Strom, da geht der Akku immer sofort platt. Ja, und vielleicht kann ich das Video auch direkt heute Nacht übers WLAN hochladen, was mal mega cool wäre. Ja, und dann schauen wir jetzt noch gechillten Film an und ihr könnt mir gerne, wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben für das geile Drohnenvideo da lassen. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und übrigens, ich habe noch eine richtig krasse Nachricht. Mein Pakistan-Visum, ich hab's. Mega geil. Und schon wieder Stromausfall. Gerade redet man davon. So ein Scheiß. Naja, auf jeden Fall habe ich mein Pakistan-Visum, was mega cool ist. Und ja, mein Vater, der schickt mir den Pass jetzt irgendwie wieder nach Thailand oder irgendwo anders hin. Sind wir jetzt noch nicht ganz sicher, wohin. Ich hole ihn dann da ab und kann dann von Thailand nach Pakistan fliegen. Mega cool, dass das geklappt hat. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.